Okay, also heute sind wir bei der Einführung. Manchmal vergesse ich auch diese jeweilige Seite immer aufzublenden, dann rufen sie einfach immer dazwischen. Kann man das lesen? Wer das von oben nicht lesen kann, muss sich weiter unten hinsetzen. Platz ist genug. Es sind 300 Plätze, es sind etwa 100. Also wir haben genug Platz. So, zum Anfang habe ich mal eine Frage. Wer von Ihnen ist denn der oder die Älteste? Kann niemand von Ihnen beantworten, ja? Das hängt jetzt damit zusammen, dass die Frage unpräzise gestellt ist. Wir müssen aber in der Informatik uns präzise ausdrücken. Also präzise unsere Fragen formulieren. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer kommt von am weitesten her, dann könnte unter Umständen eine oder einer von Ihnen diese Frage beantworten, also sich melden, aber nur unter Umständen. Und alle anderen wüssten dann, woher die Person kommt. Ja, wenn ich frage, wer kommt von am weitesten her, könnte sich nur jemand melden, der aus Christchurch, Neuseeland kommt. Und alle anderen müssten das dann sofort wissen. Wenn Ihnen das jetzt nicht sofort nachvollziehbar ist, warum ich das gerade so gesagt habe, dann denken Sie zu Hause darüber nach. So, also zur Organisation hatte ich soweit schon alles gesagt. Der Kern des Informationskanals von uns zu Ihnen ist Moodle. Da gibt es so ein Nachrichtenforum. Wenn es irgendwelche Bekanntmachungen gibt, dann schreibe ich das in Moodle in dieses Nachrichtenforum rein und Sie bekommen dann üblicherweise eine E-Mail. Sorgen Sie also dafür, dass die Mailadresse, die Sie in Moodle hinterlegt haben, vorzugsweise die Hochschulmailadresse, tatsächlich eine ist, die Sie auch empfangen können, also wo Sie auch Mails empfangen können. Auf dem Moodle-Kurs ist der SoftLab-Server verlinkt. Das ist der Server des Software-Labors. Ich schreibe einmal die Adresse hier auf, obwohl das eine relativ mühselige, jetzt habe ich mir auch noch verschrieben. Oh, nochmal. So, dann kommt es hier .de, ja? Dort finden Sie allerlei Informationen. Dort finden Sie ein Skript, was sich allerdings noch im Entstehen befindet. Dort finden Sie so ein Java-Syntax-Spiel. Das ist so wie Karteikarten beim Vokabellernen. Ja, auf der einen Seite steht ein deutsches Wort, auf der anderen Seite steht ein englisches Wort und wir haben das so ein bisschen adaptiert. Das können Sie mit dem Mobiltelefon benutzen, also wenn Sie samstags im Stadion sitzen und darauf warten, dass das Spiel losgeht, können Sie nochmal 20 Minuten Java-Syntax üben. Also wird immer zufällig ein Begriff aufgeblendet und Sie müssen sich dann oder können sich dann vorstellen, welche Syntaxstruktur damit gemeint ist. Oder es wird eine syntaktische Struktur gezeigt und Sie überlegen sich, welche Beispiele gibt es dafür. Oder es wird ein Beispiel gezeigt und Sie überlegen sich die anderen Elemente. Also Sie können sozusagen mit diesem System spielend die Syntax lernen. Ja? Das ist einfach eine Sprache, die wir verwenden, Java, als Programmiersprache, deren Syntax Sie eben lernen müssen. Das Schöne daran ist, die Sprache ist an sich nicht relativ umfangreich, aber eine Programmiersprache erlaubt eben keine, ich sag mal, keine falsche Sprachverwendung. Ja? Also man muss die Zeichen eben genau so setzen, wie die Sprache das verlangt. Im Deutschen kann man mal ein Komma falsch setzen und der Sinn erschließt sich trotzdem. Bei einer Programmiersprache geht das nicht. Das lässt dann gegebenenfalls der Compiler nicht zu. Was ein Compiler ist, erzähle ich Ihnen auch gleich. Auf dem Server finden Sie
Literaturhinweise. Sie finden alles, was ich hier an Quellcode aufschreibe, auf dem Server. Dort sind die ganzen Quellcodes verlinkt in einem Repository. Wir benutzen SVN. Der Repository-Link steht auch auf dem Server drauf. Da steht auch, da gibt es auch How-to-Videos, wie Sie Ihr Eclipse einrichten müssen. Da gibt es How-to-Videos, wie Sie das Subversion einbinden, wenn Sie also immer die aktuellsten Versionen haben wollen. Sie können aber auch sich in dem Server dort durchklicken, durch die Quellen. Solche Dinge gibt es dort. Also die inhaltlichen Sachen werden auf dem SoftLab-Server bereitgestellt. Außer die Übungsblätter. Übungsblätter liegen immer ausgedruckt hier. Nehmen Sie sich eins mit, bevor Sie gehen. Und sie liegen auch nochmal im Moodle. Und die PDFs von den Veranstaltungen und die Videos liegen auch im Moodle. Vier Testate, hatte ich schon gesagt, praktisches Programmieren während des Praktikums. Das, was Sie in den Übungsaufgaben machen und das, was Sie in den Testaten machen, ist so in etwa vom Niveau her das, was ich in der Klausur wissen will. Ja, also in der Klausur wird es darum gehen, unbekannte Probleme mit bekannten Methoden zu lösen, und es wird nicht darum gehen, irgendwas zu memorieren und wiederzugeben, eins zu eins. Also jetzt so Folien auswendig lernen oder irgendwelche Sachen, sowas mache ich nicht. So, damit wären wir jetzt mit der Einführung mal soweit durch. Dann schauen wir einmal kurz drauf, was ist eigentlich die Informatik. Ja, wenn Ihre Erbtante Sie fragt, was studierst du da eigentlich? Dann kann man sagen, die Informatik ist die Wissenschaft zur elektronischen Datenverarbeitung. Ja, elektronische Datenverarbeitung ist ein Dinosaurierwort aus den 80ern, aber bislang ist mir nichts Besseres eingefallen. Also wir beschäftigen uns dann nicht damit, warum der Laserdrucker von Epson keine Umlaute druckt oder irgendwie sowas, oder ob der bei Notebooks billiger ist als bei Mediamarkt. Das sind nicht unsere Themen, sondern unsere Themen sind die wissenschaftliche Auseinandersetzung damit, wie man Computer dazu bekommt, das zu tun, was man sich vorstellt. Wissenschaftliches Arbeiten erfordert jetzt natürlich so einen gewissen Formalismus. Das heißt, wir bedienen uns der formalen Konzepte aus der Mathematik zum Teil, um Dinge interpretationsfrei niederschreiben zu können. Ja, Sie werden das sehen, die Sprachen sind relativ nah an mathematischen Formulierungen dran. Das ist eben erforderlich, dass wir unsere Themen präzise aufschreiben können. Ja, Sie haben vorhin gesehen, was es bedeutet, wenn ich eine unpräzise Frage stelle, dass man darauf keine Antworten geben kann. Das ist eben der Kern, der dahinter steckt. Und dann ist es jetzt so, dass die Informatik als Informatik an sich ja eigentlich nur bedingt eine Existenzberechtigung hat. Ja, Informatik ist ein hochgradig interdisziplinäres Fach. Das heißt, wir bieten Werkzeuge für alle möglichen Branchen, um deren Probleme zu lösen. Natürlich gibt es auch informatikspezifische Problemlösungen, die mit Informatikmethoden gelöst werden. Aber in Ihrem Berufsleben werden Sie voraussichtlich in den verschiedensten Branchen oder für die verschiedensten Branchen in irgendeiner Form Informatiklösungen bereitstellen. Das heißt, wir sind eigentlich so eine Dienstleisterwissenschaft für andere. So, schauen wir uns das mal einmal an. Also das Ding hier, was ich jetzt hier einzeichne, das ist so die Informatik. Die Informatik, die hat Schnittstellen zu anderen Wissenschaften. Da sind wir hier einmal. Bei der Physik. Also Physik ist ein
wesentlicher oder hat eine starke Schnittmenge mit der Informatik. Da setzt man sich so damit auseinander, warum funktionieren Schaltkreise? Ja, da kommt man mal mit der Frage in Berührung, dass in einem Computer auch Strom fließt und dass so eine Information aus Nullen und Einsen eigentlich eine Information aus Strom und kein Strom ist. Und das heißt, die Physik, die Schnittmenge ist dann die technische Informatik. Das müssen Sie jetzt nicht mitschreiben und das müssen Sie auch nicht wiedergeben können. Das ist jetzt nur für Sie zur Einordnung des Fachs. Da geht es um Hardware im weitesten Sinne. Da geht es um Schaltkreise, da geht es um Sensorik. Wie funktioniert beispielsweise eine Fotozelle? Ja, diese Dinge stecken in der technischen Informatik. Wenn Sie Interesse an technischer Informatik haben, dann sind in den Studiengängen, die Sie jetzt hier studieren, da nach meiner Kenntnis keine Veranstaltungen dabei. Sie sind natürlich immer frei. Das ist ganz wichtig. Sie können in jedem Studiengang, in praktisch jedem Kurs gehen. Es wäre natürlich schlau, vorher den Lernenden zu fragen, aber Sie können sich in Information Communication Engineering zum Beispiel die Veranstaltung zum Schaltkreisdesign anhören, wenn Sie das interessiert. Ja, können Sie machen. Das ist die Essenz des Studiums, dass man sich eben frei nach seinen Interessen bildet. Unabhängig davon müssen Sie natürlich trotzdem das erfüllen, was in der Prüfungsordnung drinsteht. So eine zweite große Schnittmenge gibt es mit der Mathematik. Das ist so die theoretische Informatik. Da geht es um Sprachen, formale Sprachen zum Beispiel. Da geht es darum, wie muss eine Programmiersprache aufgebaut sein, damit sie widerspruchsfrei ist zum Beispiel. Solche Themen. Da geht es um Berechenbarkeit. Also für welche Probleme kann ich überhaupt eine Lösung finden. Ja? Es gibt Probleme, die wir nicht lösen können. Dann müssen wir leben, aber so ist das eben. Da geht es um Effizienz. Wie effizient ist ein Algorithmus, den wir formulieren? Komplexität, wie komplex ist der? Das werden Sie im nächsten Semester alles bei mir hören. Oder Teile davon zumindest. Dann gibt es, oder wir machen erstmal das hier, dann gibt es sowas, das nennt sich praktische Informatik. Das ist so die Selbstbezogenheit der Informatik. Da geht es um Betriebssysteme. Ja? Das ist auch eine Veranstaltung, die Sie hier haben. Also, was muss ein Computer überhaupt haben, damit er funktionieren kann, damit man darauf Programme schreiben kann, wie wir das hier tun wollen. Sowas wie Datenbanken. Ja? Das, was wir hier an Programmen verfassen, das hat vielleicht 100 Zeilen. Die Daten, die liegen immer im Hauptspeicher, mit denen wir arbeiten, aber die echten Industriesysteme, die haben ja gewaltige Datenmengen. Die müssen dann ihre Daten persistent irgendwo speichern. Die stehen vor völlig anderen Problemen, die sie lösen müssen, und das lernt man eben dann in der Veranstaltung Datenbanken. Dazu gehört so ein bisschen die Programmierung, aber dazu sage ich auch gleich noch was. Und dann haben wir natürlich die große Domäne der Anwendungsfächer. Ja? Also wir bauen ja Lösungen zum Beispiel für die Betriebswirtschaft. Ja? SAP, haben Sie vielleicht schon mal gehört, ist so eine betriebswirtschaftliche Standardsoftware mit ihren verschiedenen Komponenten und Modulen. Ja. Das heißt, die Domäne, in der man sich bewegt, ist erstmal die Betriebswirtschaft. Man muss dort verstanden haben, was ist eine Fakturierung, was ist eine Bilanz, wie funktioniert ein Debitor oder ein Kreditor oder solche Themen. Ja. Damit setzen wir uns hier aber jetzt nicht auseinander, sondern das ist das, was Sie dann möglicherweise im Verlauf Ihres Berufslebens erlernen werden.
Domain-Know-how, branchenspezifisches Domain-Know-how. Aus der Erfahrung lässt sich sagen, dass man als Informatiker immer relativ gut beraten ist, wenn man in wenigstens einer Domäne vertieftes Domänenwissen hat. Wenn man also in dieser Domäne die schwierigen Worte sagen kann, wie zum Beispiel Niederspannungstransformation oder sowas, ja, für die Energieversorgung. Oder schauen wir aufs Ingenieurwesen. Geoinformationssysteme, da kann man hingehen sogar ein bisschen vielleicht zu Google Maps, wenn man das noch als Geoinformationssystem betrachten will. Da steckt Know-how darüber drin, wie Koordinatensysteme in der Geodäsie funktionieren. Solche Themen. Ja. Also dafür ist die Informatik eigentlich eine Dienstleistungswissenschaft. Und so in der Mitte drin steckt so die Programmierung. Das sage ich jetzt nicht, weil ich mich besonders toll fühlen will. Und da stecken die Algorithmen, sondern weil das tatsächlich der Kern ist, auf dem all das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, aufbaut und das, was Sie in Grundlagen der Informatik, in GDI, hören werden. Ja? Das ist so der Kleber, der diese einzelnen Aspekte alle zusammenhält. Also selbst wenn man ein Embedded-System wie ein Arduino zum Beispiel programmieren möchte, selbst dann muss man verstanden haben, wie man einen Algorithmus aufbaut, wie ein Programm beschaffen sein muss. Und dann bin ich jetzt schon beim Thema Algorithmus. Was ist denn eigentlich ein Algorithmus? Vertieft werden Sie das im zweiten Semester in Algorithmen und Datenstrukturen hören. Wir brauchen hier einmal ein Verständnis darüber, über die Idee, die dahinter steckt. Das ist eine endlich lange Vorschrift aus Einzelanweisungen. Endlich lang. Was heißt das? Ja, man muss es aufschreiben können. Und man muss irgendwann, wenn man es aufschreibt, zu einem Ende kommen. Ja, also Beispiele für Algorithmen. Alle von Ihnen haben bestimmt schon mal ein Kochbuch gesehen. Ja, in einem Kochbuch stehen Rezepte drin. Man nehme 1000 Liter Milch und 4 halbe Giraffen und lasse das 2 Stunden auf kleiner Flamme köcheln. Ja, so eine Anweisung, so ein Rezept, das ist ein Algorithmus. Derjenige, der diesen Algorithmus ausführt, ist dann der Koch und der kann die Sprache, die in dem Kochbuch steht, verstehen und diese Anweisung, die da drin steht, halt dann in die Tat umsetzen. Oder an der Telefonzelle. Telefonzelle, fragen Sie Ihre Eltern, wenn Sie es nicht wissen. Früher gab es auf der Straße so Kästen, die hatten ringsherum Scheiben, waren ein bisschen größer als eine Person und eine Tür dran. Und da konnte man reingehen und da drin hängt ein Telefon. Und neben diesem Telefon gab es so Symbole, die nannten sich Piktogramme. Hörer abheben, Geld einwerfen, wählen, sprechen. Ja? Das ist ein Algorithmus in einer symbolischen Sprache, also in so einer symbolbehafteten Sprache. Oder wenn Sie bei IKEA zum Beispiel das Regal Billy kaufen, nageln Sie Platte P an Schraube S und ziehen Sie dabei Öse K durch irgendwas, keine Ahnung. Ja? Das steht da in diesem Heftchen drin, was Sie da bekommen, und es ist so klar formuliert, dass Sie danach vorgehen können und mit maximal einem Fehler so ein Regal zusammenbauen können. Im Übrigen ist es mir noch nie, ich habe schon viele davon zusammengebaut, es mir noch nie gelungen ist, ohne Fehler zu machen. So,
Das sind also Algorithmen. Algorithmen sind fortgeschriebene Folgen von Anweisungen, die man ausführt, um zu einem Ergebnis zu kommen. Und jetzt kommen wir zur Programmierung. Ein Programm ist nämlich ein Algorithmus, das von einem Computer ausgeführt werden kann. Und da sind wir jetzt auch an der Stelle, wo wir eben nicht mehr natürlich sprachlich argumentieren können, sondern da müssen wir uns einer Programmiersprache bedienen. Zum Beispiel kann man sich jetzt sowas vorstellen wie, wenn A größer ist als B, dann mache irgendwas. Ja, das ist jetzt ein Stück Text, was man in einer Programmiersprache formulieren kann. Und daraus entsteht dann irgendwie sowas wie 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Irgend so eine Folge von, ja? Ah ja, danke. Daraus entsteht dann so eine Folge von im Prinzip Bits, die der Computer dann tatsächlich auf der niedrigsten Ebene verarbeiten kann. Also uns wird die Arbeit, und das sind jetzt diese Folgen, in denen, die wollen wir hier nicht aussprechen, darüber wollen wir nicht reden. Ja? Wir wollen uns also nicht in dieser Form ausdrücken, das ist viel zu kompliziert und viel zu fehleranfällig, sondern wir wollen uns solcher Konstrukte bedienen, die nah an der natürlichen Sprache sind. Also wir können in Java, die Sprache, die wir hier in dieser Veranstaltung verwenden werden, können wir so englische Worte verwenden, deren Bedeutung man auch verstehen kann, und um eben unsere Programme zu strukturieren. Und aus diesem Java macht der Compiler, das ist ein Programm, was auf Ihrem Computer dann läuft und dieses Java hernimmt und übersetzt eben diesen Maschinencode, beziehungsweise eigentlich ist das Bytecode, der dann wieder in einer virtuellen Java-Maschine läuft, die selber wieder diesen Bytecode interpretiert und dann tatsächlich erst den echten Maschinencode draus macht. Das ist jetzt hier aber für unsere Zwecke unerheblich. Ja, Sie müssen nur wissen, dass Java eine sogenannte Hochsprache ist, in der wir relativ gut verständlich Programme formulieren können. Also in einer Struktur, die deutlich besser ist als eine Folge von Hexadezimalzahlen. So. Jetzt hatte ich gesagt, das sind so Einzelanweisungen, die da hintereinander stehen. Ja? So im Kochbuch oder in dieser Bauanleitung für so ein Regal. Daraus ist so ein Programm als kleinste Einheit aufgebaut. Zum Beispiel sowas wie halbiere x oder speichere den Wert von y ans Ende der Datei abc.text. Irgend sowas in der Art. Ja, das sind ganz einfache Anweisungen und die kann der Computer, das kann man sich leicht vorstellen, in einem Rutsch so durchaus führen. Ja, das kann der Prozessor halt einfach, das macht er eben. Ja, und das wäre jetzt auch nicht besonders spannend, wenn wir so ein Programm hätten, wo einfach 42 Einzelanweisungen drinstehen und dann klack, 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 arbeitet der Rechner die ab und dann schmeißt er das Ergebnis raus und dann ist gut. Sondern spannend wird ein Computer eben erst dadurch, dass man sogenannte strukturierte Anweisungen aufschreiben kann. Sowas wie, wenn wir jetzt nochmal an die Telefonzelle denken, oder das kennen Sie jetzt auch von Ihrem Smartphone, falls besetzt, dann lege auf. Sonst
übrig. Ja? Das ist ein Algorithmus, den wir implizit natürlich immer befolgen, ohne dass wir uns das bewusst machen. Und das ist eine sogenannte strukturierte Anweisung. Ich kann also so lange, oder ich kann da eben entweder links rumgehen oder rechts rumgehen. Und wo ich lang gehe, hängt von der Eingabe, von der Dateneingabe möglicherweise ab. Ja, es ist also gar nicht unbedingt vorhersagbar. Wir können gar nicht alle Fälle, die das Programm bearbeitet, zwingend vorhersehen. Werden wir auch gleich noch ein Beispiel sehen. Das ist eine sogenannte bedingte Anweisung. Also eine Fallunterscheidung, geh links rum oder geh rechts rum. Und die tatsächliche, echte Dynamik, die kommt dann mit sogenannten Schleifen. Nämlich, das sind so Konstruktionen, die heißen, solange besetzt, tue Folgendes, auflegen, abheben, wählen. Ja, und also das, was jetzt hier in dem Bereich steht, wird dann immer wieder wiederholt, solange eben die andere Nummer besetzt ist, und sobald das nicht mehr der Fall ist, geht es dann hier an der Stelle weiter. Und da steht dann vielleicht sprich. Oder gib's auf oder irgendwas. Ja? Und das sind die Dinge, die die Programmierung dann eigentlich eben spannend und interessant machen. Wir wollen uns jetzt einmal ein Beispiel anschauen für so einen Algorithmus, den ich jetzt in natürlicher Sprache einmal aufschreiben werde. So, das geht los mit lies x ein. Also wir bekommen irgendwoher ein x. In Ihrer Praxis wird dann häufig so sein, dass das von der Tastatur kommt, dass der Benutzer das also eingibt. Und dann ist die nächste Anweisung, die heißt setze. Also heute ist irgendwie der Wurm drin hier. Setze z auf 0. Manchmal werden Sie sehen, dass man 0 so schreibt. Das kommt noch aus der Dinosaurierzeit, der Computer, der konnte immer das O und die 0 nicht so gut unterscheiden. Und da wurde die 0 so gekennzeichnet. Manchmal mache ich das auch noch. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie sowas sehen, das heißt 0. So, und dann sagen wir, solange x ungleich 1 ist, tue und fragen dann, falls x gerade, also wenn wir es mit einer geraden Zahl zu tun haben, dann halbiere x. Sonst verdreifache x und erhöhe um 1. So. Also das heißt, das, was nach dem Falls steht, läuft so bis hierhin. Ja, also wenn wir ein gerades x in der Hand haben, dann halbieren wir. Wenn wir ein ungerades x in der Hand haben, wollen wir es mit 3 multiplizieren und um 1 erhöhen. Wer kann mir sagen, was in jedem Fall dabei rauskommt, wenn ich verdreifache und um 1 erhöhe? Ja? Kommt als nächstes eine gerade Zahl raus. Ne? Das klingt ja jetzt alles relativ übersichtlich. So, und dieses solange x ungleich 1 tue, das ist, solange also das x nicht 1 geworden ist, machen wir einfach immer weiter in dieser sogenannten Schleife. So, und nachdem Tage oder Wochen später, wir glauben schon nicht mehr daran, dann tatsächlich das x mal 1 geworden ist, sagen wir, gib z aus. So, ich denke, das sollte jetzt allen nachvollziehbar sein, was das bedeutet, was ich hier aufgeschrieben habe. Also wir haben irgendeine Zahl, die nennen wir x. Das ist eine natürliche Zahl, also positive ganze Zahl.
die nennen wir X, und wir haben eine zweite Zahl, die heißt Z, und die hat, die eine bekommen wir von der Eingabe und die andere setzen wir auf 0. So, und jetzt wollen wir das einmal in so einem sogenannten Trace mal durchgehen. Also wir schreiben uns einmal auf, welchen Wert X hat und welchen Wert Z hat. Am Anfang ist X undefiniert. Also ganz am Anfang, vor der allerersten Zeile. Wichtig ist für diejenigen, die noch nie ein Programm gesehen haben, ein Programm läuft immer von oben nach unten. Ja, es geht immer in der obersten Zeile los, nach unten. Und erst wenn eine strukturierte Anweisung sagt, jetzt geht es nicht mehr nach unten weiter, sondern jetzt musst du wieder nach oben springen, dann geht es wieder oben weiter und von da ab wieder nach unten. Ja, also es geht immer oben los. So, und Z ist am Anfang auch undefiniert. Dann kommt diese erste Zeile, lies X ein. Jetzt lesen wir mal eine 3 ein. Z ist immer noch undefiniert. Dann kommt die zweite Zeile. X ist immer noch 3. Z bekommt jetzt den Wert 0. So, dann kommt die dritte Zeile. Ich nummeriere mal die Zeilen. In der dritten Zeile fragen wir, ist x ungleich 1? Ja, also gehen wir Zeile 4, fragen, ist x gerade? Nein, also gehen wir in Zeile 6, verdreifache x und erhöhe um 1. So, also kommt da jetzt, x nimmt jetzt den Wert 10 an. Z ist immer noch 0. Jetzt ist diese Zeile 6 zu Ende. Jetzt wird, das ist die Konstruktion einer Schleife, die ist eben so beschaffen, wieder in Zeile 3 gefragt, ist x ungleich 1? Oh, ich habe eine Zeile vergessen, entschuldigen Sie bitte. Das ist Zeile 7a und das ist Zeile 7. Wir müssen noch z um 1 erhöhen. So. Also, nachdem wir x verdreifacht und um 1 erhöht haben, erhöhen wir noch z um 1. Aber das ist jetzt trotzdem falsch, wir müssen es so machen. So, 10 und jetzt wird das Z erst 1. Das hier ist eine 0. Nein, aber trotzdem danke der Nachfrage. So, jetzt haben wir also einmal die Schleife durchlaufen. Jetzt fragen wir wieder oben, ist X ungleich 1? Nein, ist es nicht. Zeile 4, falls x gerade, dann halbiere x, also 5, z bleibt 1. Der Sonstfall wird jetzt übersprungen. Ja, den führen wir jetzt nicht aus, sondern jetzt geht es direkt weiter in Zeile 7. Erhöhe z um 1, x ist immer noch 5 und 2. So, jetzt geht es wieder oben weiter. Wir fragen, ist x ungleich 1, ist ungleich 1. Dann gucken wir, ist gerade, ist nicht gerade. Also verdreifachen wir, kommen auf 16 und 2. Dann erhöhen wir z um 1, 16 und 3. So, und jetzt können Sie sich wahrscheinlich schon vorstellen, wohin die Reise hier gehen wird. Jetzt kommen wir wieder oben an. Falls x gerade ist, x ist gerade, kommen wir auf 8 nach der Halbierung, z ist noch 3, 8, wir erhöhen z um 1. Im nächsten Schritt halbieren wir wieder x auf 4 und z wird 5. Im nächsten Schritt erhöhen wir wieder oder halbieren wir wieder auf 2, das ist noch 5 und 6. Im nächsten Schritt halbieren wir wieder auf 1, dann wird das Z erhöht. Und jetzt, wir haben schon gar nicht mehr zu hoffen gewagt, ist X 1 geworden. Und jetzt wird hinter die Zeile 7 gesprungen. Ja, jetzt ist die Schleife beendet. Die Bedingung oben gilt nicht mehr. X ist jetzt nämlich 1 geworden. Und jetzt wird Z ausgegeben. Das heißt, unser Programm nimmt die Eingabe 3 entgegen und produziert die Ausgabe 7. Dieses Verfahren nennt man den Algorithmus von
Kollatz? Kollatz war ein deutscher Mathematiker, der das vor etwa 100 Jahren oder sogar noch länger her sich überlegt hat. Und wir gehen nochmal einmal durch mit einem x gleich 7 und schauen uns mal an, was da passiert. Also, x ist 7. Z ist 0, brauchen wir jetzt erstmal nicht mitzuzählen. So, dann wird es verdreifacht und um 1 erhöht, sind 22. Wird halbiert auf 11. Ich mache das jetzt einmal schneller. Verdreifacht plus 1 sind 34. Halbiert sind 17. Verdreifacht 52. Halbiert 26. Wieder halbiert 13. Verdreifacht und plus 1 sind 40, halbiert 20, halbiert 10. So, und jetzt wird es wohl so weitergehen wie dort. Ja, also wenn wir mit einer 7 anfangen, haben wir 7 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also eine Ausgabe von 17 oder 18, das kann ich jetzt im Detail nicht sagen. So. Also das ist ein vollkommen unvorhersagbares Verhalten. Der Herr Kollatz hat damals postuliert die Vermutung, dass es für jedes x, was wir in diesen Algorithmus reingeben oder in dieses Programm, irgendwann mal zum Ende kommt. Das heißt, irgendwann mal das x den Wert 1 annimmt. Aber bis heute ist das nicht bewiesen. Das heißt, wir wissen nicht, ob es irgendeine obskure Zahl mit 1478 Stellen gibt, für die dieser Algorithmus nicht endet, sondern die immer größere Zahlen dann produzieren. Kollatz hat das versucht, Zeit seines Lebens zu beweisen, ist ihm nicht gelungen. Viele andere schlaue Leute haben sich auch damit auseinandergesetzt. Was ich Ihnen hier aber zeigen will, ist, dass wir so ein kleines, übersichtliches Programm von 8 Zeilen aufschreiben können, was so kompliziert ist, in seinem Verhalten, dass wir nicht sagen können, für jeden Fall, ob es überhaupt endet. Ja, und da sind wir so bei Themen wie Terminierung. Terminierung ist ein Thema von Programmen, mit dem wir uns im nächsten Semester auseinandersetzen werden. Korrektheit und Effizienz. In dieser Veranstaltung werden wir uns nur damit auseinandersetzen, ob Programme korrekt sind, ob sie also tatsächlich für eine bestimmte Eingabe die korrekte Ausgabe liefern. Ja? Also ein Programm, so grob aufgeschrieben, ist ja immer, wir haben eine Eingabe, woher auch immer die kommen mag, aus dem Web, von einer Benutzereingabe, aus einer Datenbank, vollkommen unerheblich. Dann haben wir ein Programm. Das sind die Sachen, die Sie hier schreiben lernen sollen. Und dieses Programm produziert eine Ausgabe. Ja? Das ist ja immer dasselbe. Und mit diesem Kollatz-Verfahren haben wir jetzt ein Beispiel gesehen, wo das eben so komplex sein kann, dass wir nicht feststellen können, ob es terminiert oder nicht terminiert. Ja? Und jetzt könnte es zum Beispiel sein, dass man als Eingabe irgendwie eine natürliche Zahl hat und dann die Frage hat, ist x prim? Also handelt es sich um eine Primzahl? Können Sie das noch lesen? Aber Sie können es ja hören. Und die Ausgabe wäre dann in der Menge Ja und Nein. Ja, also wir stopfen eine natürliche Zahl in unser Programm rein, das rechnet so vor sich hin und irgendwann kommt es dann zu der Aussage Ja, x ist prim oder Nein, x ist keine Primzahl, wenn es eben um eine zusammengesetzte Zahl handelt. Was wir jetzt wollen ist, dass natürlich für jede Zahl, die wir eingeben, unser Programm immer die korrekte Lösung oder die
korrekte Antwort gibt, also entweder ja oder nein. Bei so einem Primzahlprogramm, da kann man sich, das werden wir auch sehen, damit werden wir uns auch auseinandersetzen, da kann man sich relativ leicht vorstellen oder kann man relativ leicht aus dem Quellcode ableiten, dass es in jedem Fall terminieren muss, einfach in der Vorstellung. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, was diese drei Eigenschaften von Programmen betrifft. Die schlechte Nachricht ist, diese drei Fragestellungen lassen sich algorithmisch nicht beantworten. Nochmal. Ich kann keinen Algorithmus aufschreiben, der für irgendein Programm sagt, ob es korrekt ist. Also, ja, also ich kann jetzt nicht mein Primzahlprogramm und die Eingabe in irgendeinen anderen Algorithmus reinstecken. Das ist ja ein durchaus plausibler Wunsch, dass man sagt, dann schreiben wir uns halt ein Programm, was feststellt, ob dieses andere Programm korrekt ist. Das geht nicht, das kann man zeigen, dass das nicht möglich ist. Dasselbe für die Terminierung. Damit werden Sie in Grundlagen der Informatik beim Professor Grebler in Kontakt kommen, das sogenannte Halteproblem. Es ist algorithmisch für ein anderes Programm nicht entscheidbar, ob es anhält oder nicht. Es mag Programme geben, für die man das entscheiden kann, aber man kann in jedem Fall Gegenbeispiele formulieren. Und genauso ist das mit der Effizienz. Also wir wollen nicht nur Programme aufschreiben, die korrekt sind, sondern auch solche, die schnell sind. Und mit dieser Effizienzproblematik setzen wir uns im nächsten Semester in Algorithmen und Datenstrukturen auseinander. Das Schöne, also die gute Nachricht dabei ist, das wird Sie und mich noch viele Jahre in Lohn und Brot halten. Weil immer, wenn Software entwickelt wird, egal wie ausgefeilt die Entwicklungsumgebungen sind und egal wie umfangreich die Programmierschnittstellen und die Softwareentwicklungskits, also die SDKs sind, die von Herstellern für uns bereitgestellt werden und egal wie intuitiv die Oberflächengeneratoren sind, mit denen wir arbeiten, es wird immer notwendig sein, dass ein Mensch oder viele Menschen letzten Endes so ein Informationssystem in der Entwicklung eben auch begleitet. Ja, also die Entwicklung der Informatik schreitet natürlich voran. Es wird immer mehr Automatisierung auch in der Softwareentwicklung geben. Vielleicht gibt es auch irgendwann Programme, die Programme schreiben. Sowas in der Art gibt es ja schon. Es wird aber immer so sein, aufgrund dieser drei Probleme, dass letzten Endes Menschen in die Softwareentwicklung integriert sein müssen. Und das ist, wie ich finde, eine gute Nachricht für Sie. Und deswegen ist es auch nicht so eine schlechte Entscheidung, dass Sie sich für dieses Fach entscheiden. So, das waren jetzt alle meine Ausführungen zum Thema Einführung in die Programmierung. Nehmen Sie sich ein Übungsblatt und diejenigen, die sich für heute in das Praktikum eingeschrieben haben, kommen dann um 16 Uhr in Pool 3 oder 4. Schön wäre es, wenn Sie Ihren Rechner dabei haben. Wenn nicht, ist es jetzt auch nicht schlimm, dann zeigen wir Ihnen das an unserer Technik. Wären Sie so freundlich, mich noch ausreden zu lassen, bitte? Könnten wir noch, dass zumindest der eine, der es hören will, oder die eine, die es hören will, noch die Chance hat, mich zu verstehen. Die Übungen finden erst ab der nächsten Woche statt, in dieser Woche noch nicht, weil Sie ja erstmal das Blatt jetzt lösen müssen. Okay, das war alles von meiner Seite.